Die verheerenden Unwetter in Deutschland haben die Klimapolitik bereits stärker in den Fokus des Wahlkampfs gerückt. Der neue Bericht des Weltklimarats dürfte diese Debatte weiter befeuern. Der Bericht bestätigt wirklich eindrücklich den Zusammenhang von menschengemachtem Klimawandel und eben Wetterextremen. Überschwemmungen nach Starkregen, wie wir sie gerade leidvoll erfahren mussten, nehmen ebenso zu wie Hitzewellen und Waldbränden, die uns in den letzten Jahren ja geplagt haben. Sollten die globalen Temperaturen weiter steigen, müssen wir davon ausgehen, dass diese Wetterextreme zunehmen werden und dass die Folgen noch gravierender werden, nicht nur in weit entfernten Ländern, sondern eben auch bei uns hier in Mitteleuropa. Und alle, die heute noch zögern oder die zaudern beim Klimaschutz, sendet der Bericht ein ganz klares, eindeutiges Signal. Der Planet schwebt eben in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewohner. Die Bewältigung des Klimawandels ist sicher die größte Aufgabe, vor der die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten steht. Und um diese Aufgabe zu bewältigen, braucht es aus meiner Sicht wirklich eine konzertierte Aktion möglichst vieler Beteiligter in der Welt, in Europa und auch in Deutschland. Umweltorganisationen werfen der Politik ein zu zögerliches Handeln beim Klimaschutz vor, darunter Greenpeace, das Bündnis Klimaallianz oder Germanwatch. Auch die Klimaschutzbewegung Fridays for Future wendet sich mit harten Worten an die Politik. Wir stehen wenige Wochen vor der Bundestagswahl in einem der Hauptverursacherländer der Klimakrise und keine der Parteien hat eine angemessene Antwort auf die Drastik der Lage, erklärte Sprecherin Luisa Neubauer. Der Weltklimarat IPCC warnt im ersten Teil seines neuen Sachstandsberichts vor einer deutlich rascheren globalen Erwärmung als bislang angenommen. Die Erde werde sich bei der derzeitigen Entwicklung bereits gegen 2030 um 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen und damit 10 Jahre früher als noch 2018 prognostiziert.